Willkommen zurück am Gongolberg. Wir haben im letzten Teil hier einen Hetzer geholt, Dekus verprügelt, Monster getötet, Gongolwasser gesammelt. Ach, ihr habt's ja alles gesehen. Und wenn nicht, dann selber schuld. Wir besteigen den Berg jetzt weiter und versuchen wieder ein paar Geheimnisse zu finden. Ich entsorge hier auch mal wieder den Staub. Was kann ich mit dir machen? Nichts. Oh, ich kann ihn nicht einsaugen. Ich hätte so gerne einen Schleimboll. Was bist denn du hier für einer? Noch so einer? Bodenlose Frechheit. Nimm das! Und das! Wie sich hier in der Minishcap die Gegner überall irgendwo im Boden verstecken. Schon witzig. Ah, oh, da muss man doch hochklettern können irgendwie. Ja, Spiel, so langsam wird's alt, wenn's das wieder ist. Natürlich ist es das wieder. Komm heraus! Glücksfragment erhalten. Yay. Was bist denn du? Ach du meine Güte. Bombies. Wie kann ich denn die Steine... Nimm das. Immer schön, wenn ein Plan aufgeht. Okay, da unten war ich schon. Hier war ich aber noch nicht. Ist hier was? Ist hier was? Nein. War hier hinten links nicht noch irgendwas, wo ich hochgehen konnte? Ja. Oh wow, das nützt mir hier richtig viel. Zombies! Bombe? Oh, noch eine Höhle. Ein Herzteil. Nur noch eins mehr. Yay. Dim, dim. Okay, ich glaube, ich gehe hier jetzt erstmal weiter, anstatt weiter riesig Rubin. Warum sind die Steine wieder da? Aber ich muss ja eh nur den hier sprengen. Ah, die Vasen geben mir auch noch schön brav Bomben. So, und diesmal gleiten wir direkt rüber. Dum, dum. Habe ich mich gerade durch den durchgerollt? Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Ich wusste gar nicht, dass ich so tolle Sachen kann. Hier war ich aber schon. Ah, hier geht's ja auch. Nein, ich will nicht lesen. Ah! War wohl nichts mit Schild lesen. War wohl nicht. Das will ich lesen. Gongolmine, Abkürzung zum Fuß des Berges. Okay. Ich werde die Abkürzung nicht nehmen, aber trotzdem mal gucken, ob hier irgendwas ist, was mich interessieren könnte.
Nimm das. Und das und das und das und das, das, das. Das auch. Da ist eine Höhle, ja wunderbar. Ah, was steht hier drauf? Abkürzung zum Fuß des Berges. Ja wunderbar. Was haben wir hier? Oh, Hauerhahn, noch ein Laubkerl. Hi. Tut mir leid wegen der Nuss, ich verkaufe auch einen Kletterring. Für 40 Rubine. Kaufen. Yay, ich kann klettern. Ich will keine Bomben gerade, ich will Glücksfragmente und Rubine. So, klettern wir erstmal runter, um zu gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Okay, hier die Ecke kenne ich. Aber vielleicht finde ich ja noch was. Irgendwo. Irgendwo hier wird schon noch was sein. Das ist jetzt der Fuß des Berges. Aber ich glaube, hier auf der linken Seite kam auch irgendwann Kletterwände. Wenn ich mich nicht vollkommen irre. Also steigen wir jetzt den Berg nochmal hinauf, um nach Kletterwänden zu suchen. Ich sollte mir einfach merken, wo so Sachen sind in Zukunft. Tschu! Hallo! Hallo, ihr Süßen! Lasst mich einfach durch. Ich tue euch auch nichts. Ich bin ein ganz lieber Onkel. Dankeschön. So, hier lang hoch. So, ich glaube, hier war das Herzteil, aber ich gehe mal auf Nummer sicher. Yep, Herzteil. Herzteil! Autsch. Boah, dieser Staub erwischt mich jedes Mal irgendwo. Hier war auch nichts mehr, ne? Dongolberg. Hier konnte ich klettern und was sagt das Schild? Gongolwand, Gongolmine. Na dann. Hallo. Gongolwand, Achtung, Steinschlag. Na, ist ja kein Problem. Gucken wir mal, was es hier oben gibt. Ich glaube, das ist schon der Weg zum Ende von dem ganzen Berg. Und insofern habe ich rechts die Wand, die ich als erstes gesehen habe, ausgelassen. Dann gehe ich gleich notfalls nochmal runter. Oh mein Gott, was da wohl ist. Bomben reinwerfen. Jetzt sehe ich auch, wo ich Bomben reinwerfen soll. Und was erscheint mir hier? Was erscheint mir hier? Eine Fee, die größer wird? Willkommen beim Brunnen der Abenteurer. Hast du diese goldene Bombe hineingeworfen oder diese silberne? Die war blau. Du bist sehr ehrlich, deshalb werde ich dir helfen. Große Bombentasche erhalten, jetzt kannst du... Cool. Mögest du erfolgreich sein. Cool. Danke. Mach das nochmal. Werf den Boomerang rein, Link. Werf die Vase rein. Werf den Schild rein. Klau der Fee ihr Wasser. Ach, doofer Link. Aua. Oh, überall Steine.
Hier ist nix, okay. Hier oben scheint noch mal was zu sein. Wie soll ich da denn reinkommen? Na, da oben will ich noch nicht ganz hin. Ich will erstmal da links hin. Hä? Hä? Ich bin noch nicht so ganz hier am Durchblicken. Aber das kriegen wir hin. Gehen wir hier erstmal weiter hoch. Und ja, das ist die Spitze des Berges. Da weiß ich noch, dass das so das Ende des Bergstiegs war und ich jetzt unten was noch nicht erkundet habe. Oh, Wahnsinn. Geh ich halt gleich wieder runter. Warum bist du jetzt blau? Und warum tötest du mich? Ihr tötet mich gerade alles. Gib mir mal Herzen, bitte. Okay, Rubine sind auch ganz nett. Bomben habe ich jetzt nicht mehr so das Problem mit. Dip, 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 dip. Okay, eine geheime Höhle und eine normale Höhle. Und... Oh. Wie ich diese Gegner anfange zu hassen. Oh, ein Herz. Hä? Ich bin der Eremit vom Gongulberg. Ich habe der Welt entsagt, um zu meditieren. Du siehst aus wie ein Kind und dennoch bist du hier. Wegen deines Mutes möchte ich dich etwas lehren. Auf dem Weg nach hier oben ist hier vielleicht eine verdächtige Wand auf... Lass uns wenigstens Fragmente vereinen. Boah, nee, ey. Du bist nutzlos für mich. Was hast du mir gegeben? Rubine. Oh, Mann, 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 Mann. Immer diese nutzlosen Bergeremiten. So, gehen wir jetzt nochmal runter an die letzte Ecke, wo ich eventuell noch was kriegen kann. Ja, ja, ihr Steine, lasst mich doch einfach in Ruhe runterklettern. Ihr trefft mich ja eh nicht. Oh, oh. Links, rechts, der Arm ist hier irgendwie ein bisschen lang. So wie der linke auch, wenn er gerade oben steht. Sesam, strecke dich. Also das war jetzt hier irgendwo rechts noch. Und hier ist eine kletterbare Wand. Hier auch. Und da ist die Wand, die ich übersprungen habe. Ja, dieser Bergeremit war so absolut nutzlos für mich. Was auch immer man hier machen soll. Also ich weiß es, aber ich kann noch nichts dazu sagen. Insofern war die Reise nutzlos. Nein! Ich hasse nutzlose Reisen. Ich hasse nutzlose Reisen. Wie lang runter? Ja. Jetzt nach links, glaube ich. Ja, und jetzt hier lang hoch. Ah, wieder mal da hochgehen. Ist das spannend. Ja, der kleine nutzlose Ausflug hier gerade tut mir leid. Allerdings wollte ich jetzt nicht einfach in der Lösung nachgucken, ob da jetzt was ist, was ich machen kann schon oder nicht. Ich wollte einfach hingehen und gucken, nachgucken, rätseln. Und feststellen, ah, da kannst du noch nichts machen. So, steigen wir hier weiter hoch. Yay, da sind wir.
So, und jetzt schleudern wir uns doch hier rüber über den Abgrund. Volle Pulle! Und es regnet. Ah, ich glaube, es ist Zeit für Schieberätsel. Ich hoffe, es wird nicht zu hart. Allerdings habe ich sie ja auch schon mal gelöst. Insofern. Wow! Das ist, als regnete es Bomben! Pass gut auf, mein Kindchen. Bei unserer jetzigen Größe wäre es fatal, wenn uns ein Tropfen träfe. Okay? Ach, so schlimm war es doch gar nicht. Ah! Oh, jetzt wird es langsam mehr hier an Schaden. So, dann lassen wir uns mal überlegen. Hier ist ein großer Stein, da ist ein großer Stein und... Ah, okay. Na dann. Oh Gott, jetzt piept das Spiel hier rum. Nein, Spiel. Nicht rumpiepsen, die Blöde. Bitte, hör auf damit. Ich muss irgendwo mehr Herzen kriegen. Und jetzt den hier weg. Und schon komme ich in die Leiter da. Juhu! Das war ja phänomenal richtig. Ah, ich habe das richtige Item. Da habe ich deinen Kumpel einfach eingesaugt. Oh Mann. Das sieht aus, jetzt kann das ein bisschen dauern. Dann hier denn hier, okay. Okay. Okay, jetzt hab ich's. Jetzt muss ich den da oben noch nach rechts verschieben. Den hier dahin verschieben und den hier dahin. Yay! Oh, hi! Gib mir ein Herz! Ich bin am Sterben. Gib mir Herzen. Ha, dich habe ich erwischt, bevor du mir schadest. Herzen! Boah! Wie ich sie hasse! Wie ich sie einfach nur hasse! Die killen einen noch weg wie nix. Nimm das. Herz. Herz. Nur ein Rubin. Ist ein bisschen mager. Komm, gib du mir ein Herz. Ich brauche es. Ein Rubin. Gibst du mir ein Herz? Nein. Doch! Dankeschön. Oh, hier auf die roten Schleime ist Verlass. Naja, und kaum lobt man sie, ist hier mit dem Verlass auch schon vorbei. Funktioniert das? Sieht aus wie ein Schalter. Wuhu! Gib mir ein Herz! Gibst du mir auch ein Herz? Ah, wie schade. Oh! Kohle, Asche, Moos, in der Hose ist was los. Was? Zur Hölle war das denn für ein Reim? Kohle, Asche, Moos in der Hose ist was los. Hier ganz großes Tennis-Navi.
Okay, wieder so ein Rätsel. Gucken wir mal, ob ich das wieder so problemlos hinkriege. Bisher sieht es ganz gut aus. An jeder Stelle muss ich jetzt einen hoch. Einen nach links und jetzt kann nichts mehr schief gehen. Yay! Oh, die Truhe will ich haben. Aber wie komme ich da dran? Das war's schon. Das war ja jetzt nicht so schwer. Oh, hau, aha. Ciao, ciao, ciao.